Als Anfängerin in der Selbstständigkeit wird es einem nicht gerade leicht gemacht. Erzählt man jemandem von seinen Plänen bezüglich der Selbstständigkeit, hört man eigentlich an jeder Ecke: Oh Gott, pass aber bloß hier auf, oder oh je, mach aber auf keinen Fall diesen Fehler. Und ich muss sagen, mir als junger Person, die sich damals selbstständig machen wollte, hat das extrem Angst gemacht und ich habe sehr viel Respekt vor der Selbstständigkeit gehabt. Vielleicht kennst du das, vielleicht geht dir das da ähnlich. Sobald man dann seine Anmeldung fürs Gewerbe ausgefüllt hat oder gegebenenfalls sogar noch davor steht und einfach nur mal von der Selbstständigkeit träumt, weist einen plötzlich jede x-beliebige Person darauf hin, in welche potenziellen Fallen man dann treten könnte. Pausier doch super gerne an dieser Stelle mal das Video und kommentier drunter, vor welchen Fallen du schon gewarnt wurdest oder vor welchen Fallen du am meisten Angst hast. Selbst bei mir war es auf jeden Fall so, dass die größte Angst eigentlich darin lag, dass ich in irgendwelche Fallen trete, von denen ich einfach gar nicht weiß, dass sie existieren, weil da so viele Sachen auf einen zukamen, wo man plötzlich dachte, ach Gott, da habe ich ja noch nie von gehört. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich im heutigen Video mit dir mal über ein paar potenzielle Fehler, Fallen, wie auch immer du es nennen möchtest, in der Selbstständigkeit sprechen möchte, damit du von denen auf jeden Fall weißt und die auch auf dem Schirm hast für die Zukunft. Falls du neu hier bist, erstmal ein kurzes Hi, ich bin Isabel. Ich liefere dir auf diesem Content regelmäßig ganz viele Impulse zum Thema Selbstständigkeit. Ich habe damals selbst 2018 ein kleines Gewerbe angemeldet, bin seit 2020 Vollzeit selbstständig und teile auf diesem Kanal super viele Learnings, Tipps und Erfahrungen mit dir. Also wenn das Thema dich interessiert, lieben gerne meinen Kanal abonnieren, gerne dem Video auch jetzt schon einen Daumen nach oben geben. Ansonsten heute zurücklehnen und schauen, dass ich dich mit meinen Tipps hier vor dem einen oder anderen Fehler in der Selbstständigkeit bewahre. Fangen wir direkt mal mit potenziellen Kostenfallen an, weil Kosten uns am Anfang natürlich allen am meisten Angst machen. Und Kostenfalle Nummer 1, auf jeden Fall beachten. Ganz viele von uns probieren sich erstmal in der Selbstständigkeit nebenberuflich aus, starten vielleicht mit einem Kleingewerbe oder reduzieren auf Teilzeit im Angestelltenverhältnis und probieren sich nebenbei aus und kümmere dich da auf jeden Fall darum, wie das mit deiner Krankenkasse funktioniert. Also ruf lieber einmal mehr bei deiner Krankenkasse an und schildere ihnen deine aktuelle Lage als einmal zu wenig. Im blödesten Fall kann es dazu kommen, dass die Krankenkasse irgendwann sagt, naja, aber ihre selbstständige Tätigkeit war ja eigentlich schon dieses Hauptding. Jetzt werden irgendwelche Nachzahlungen fertig, blibablub, da haben wir keine Lust drauf. Also wenn du das Thema Selbstständigkeit angehst, setz dich auf jeden Fall einmal lieber früher als zu spät damit auseinander, wie das in Zukunft mit deiner Krankenkasse funktionieren kann. Kommen wir zur Kostenfalle Nummer 2. Vielleicht bist du schon an dem Punkt, wo die ersten Einnahmen ganz langsam eintrudeln oder du träumst zumindest von diesem Punkt. Vielleicht sind dann beispielsweise die ersten 500 Euro auf deinem Konto eingetrudelt und du denkst dir, boah, was ein Erfolg, davon gönne ich mir jetzt erstmal was, weil ich möchte mich ja belohnen und ich möchte ja feiern, dass das hier irgendwie so langsam ins Rollen kommt. Aber vergiss bitte auf keinen Fall auch schon an diesem Punkt unsere lieben Freunde vom Finanzamt. Steuernachzahlungen vom Finanzamt kommen manchmal super verspätet, dadurch, dass man ja seine Steuererklärung vom Vorjahr dann erst irgendwann abgibt. Und wenn du nicht von Anfang an einen Betrag X zur Seite legst für deine Steuerzahlung, dann kannst du irgendwann ganz schön vom Stuhl fallen, wenn dann da Post vom Finanzamt kommt und die auf einmal Summe X von dir als Nachzahlung für Steuer 22 oder was auch immer wir jetzt gerade für ein Jahr haben, wann du das guckst, halt verlangen. Und gerade im dritten Jahr der Selbstständigkeit kann das echt tricky werden, wenn es dann darum geht, dass man halt für die letzten Jahre Steuern nachzahlt, wo man halt im besten Fall schon ein bisschen was verdient hat und dann aber auch Vorauszahlungen fällig werden. Das heißt, du sollst einerseits für das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, nachzahlen, aber auch für das, was potenziell in der Zukunft passieren wird, schon mal ein bisschen vorauszahlen. Und wenn du da nicht genug Geld auf deinem Konto beiseite liegen hast, dann kann das in einer echten Kostenfalle enden. Also bitte, bitte, bitte von Anfang an lieber ein bisschen mehr von deinen Einnahmen zur Seite legen als zu wenig und dann lieber mit deinem Lebensstandard dich ein bisschen niedriger die ersten Jahre halten als direkt in Saus und Braus zu leben und zu denken, du verdienst ja jetzt viel Kohle, weil immer im Hinterkopf haben, das Finanzamt will davon eine Menge abhaben. Super viele Menschen da draußen haben auch irgendwie diesen Gedanken im Kopf und das ist hier absolut keine steuerliche Beratung, bitte informier dich da selbst, aber ganz oft ist mir schon der Satz gekommen, ich habe ja ein Kleingewerbe, ich muss ja keine Steuern zahlen und Leute, da verwechselt ihr ganz wichtige Dinge. Nur weil man keine Umsatzsteuer ausweist, wie das jetzt beim Kleingewerbe ist, heißt das nicht, dass man keine Steuern zahlen muss. Die wollen trotzdem was haben, glaubt mir. Also bitte beschäftige dich auch da ausführlich mit dem Thema Steuern. Guck dir wirklich an, was da wie wann fällig wird und leg lieber zu viel als zu wenig zur Seite von Anfang an, damit du da einfach
ruhig schlafen kannst und nicht die ganze Zeit denkst, oh Gott, was, wenn das Finanzamt irgendwann was abbuchen will und mein Konto ist aber leer. Irgendwann kommen wir Selbstständige dann aber auch alle an einen Punkt, wo wir merken, irgendwie geht es nicht mehr ohne. Wir brauchen eine Website, wir brauchen irgendeine Online-Präsenz, damit wir vorankommen. Und damit kommen wir einerseits auch schon zur nächsten potenziellen Gefahr oder Falle, andererseits aber auch zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Jimdo. Einige von euch haben sicherlich schon mal von Jimdo gehört. Mit dem Website-Baukasten von Jimdo kannst du dir nämlich ohne große Programmierkenntnisse oder Technikkenntnisse recht einfach deine eigene Website bauen. Das ist halt wirklich Gold wert für Selbstständige am Anfang, da nicht jeder das Glück hat, wie ich jetzt zum Beispiel, dass man zu Hause einen Partner sitzen hat, der halt IT-Experte ist und einem da beim Thema Website echt gut helfen kann. Bei Jimdo gibt es passend für deine Website auch den sogenannten Rechtstextemanager. Eine große Gefahr beim Erstellen deiner eigenen Website kann nämlich daran liegen, dass du unvollständige oder fehlerhafte Rechtstexte hast, wie zum Beispiel dein Impressum oder auch deine Datenschutzerklärung. Und das kann leider ziemlich schnell, wenn es blöd läuft, mal in teuren Abmahnungen enden, was wir natürlich vor allem am Anfang der Selbstständigkeit, aber eigentlich grundsätzlich nicht wollen und vermeiden wollen. Der Jimdo Rechtstextemanager ist hier ein cooles Tool, das uns Selbstständigen hilft, unsere Websites wirklich von Anfang an rechtssicher zu gestalten. In Zusammenarbeit mit Trusted Shops erstellt und verwaltet der Rechtstextemanager nämlich nach ein paar Einstellungen von dir deine gesamten Rechtstexte wie Impressum, Datenschutzerklärung, AGB oder auch deine Widerrufsbelehrung auf der Website. Das wirklich Coole daran ist, wenn du diese Texte einmal mit ein paar Klicks über dein Jimdo Dashboard eingerichtet hast, dann kümmert sich Jimdo automatisch darum, dass diese Texte dann auch wirklich auf deiner Jimdo Website integriert werden, ohne dass du jetzt irgendwie groß Programmierkenntnisse dafür brauchst. Alle Texte sind natürlich auch anwältlich geprüft und werden automatisch auf dem neuesten Stand gehalten, was ziemlich cool ist. Wenn du also in nächster Zeit deine eigene Website erstellen möchtest und gerade beim Thema Rechtstexte wirklich auf der sicheren Seite sein möchtest, dann schau dir unbedingt mal Jimdo bzw. den Rechtstextemanager von Jimdo an. Ich packe dir alle Infos dazu in die Infobox und pack dir auch einen angepinnten Kommentar unter dieses Video, wo du den Link findest. Also super gern mal vorbeischauen, wenn dich das interessiert. An dieser Stelle auch nochmal danke an Jimdo für die Unterstützung von diesem Video. Und ich würde sagen, somit potenzielle Rechtstexte-Abmahnfalle abgehakt. Und wir schauen mal, was man sonst noch für potenzielle Fehler bzw. Fallen in der Selbstständigkeit finden kann. Ich habe die nächste potenzielle Falle mal ganz liebevoll Verzettelfalle genannt, weil wir Selbstständigen tendieren dazu, oder so die Selbstständigen, mit denen ich mich austausche, die ich kenne, mache ich regelmäßig die gleiche Erfahrung, dass wir am liebsten 25 Projekte, die in unserem Kopf als kreative Ideen schlummern, umsetzen wollen. Und wir fangen dann hier an, fangen dann da an und das wäre ja noch was Cooles und da könnte ich mir ja noch mal passives Einkommen aufbauen und hier und dies und das. Ganz schlimm ist aber, wenn wir dann Ende des Quartals merken oder Ende des Jahres, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 20 angefangene Projekte, alle sind so 5% angegangen und eigentlich ist nichts fertig. Also, bitte nicht an dieser Vielzahl an Ideen verzetteln, sondern ganz, ganz wichtig, egal ob du jemand bist, der super gern plant oder nicht, versuch dir wenigstens in der Selbstständigkeit einmal pro Quartal zu sagen, ich plane jetzt mein anstehendes Quartal. Ich überlege mir, welche Projekte Prio haben und das sind bitte keine 20 Projekte, sondern das sind 1 bis 3 Projekte. Ich überlege wirklich, was ich dafür tun muss, was Ziele sind, die ich erreichen möchte und versuche wirklich fokussiert dann in diesem Quartal an diesen Träumen, Projekten, Ideen zu arbeiten und einen Fokus zu haben und nicht 25 Dinge zu haben und mich völlig zu verzetteln. Mir hilft da auch auf jeden Fall die Arbeit mit einem Projektmanagement-Tool extrem, weil man da einfach sich einen guten Plan machen kann, alles schön abhaken kann. Ich verlinke dir auf jeden Fall hier oben dazu mal ein Video, falls du gar keine Ahnung von Projektmanagement-Tools hast. Da habe ich einige Videos auf meinem Kanal zu. Schau dich da gerne mal nach diesem Video um. Aber ganz wichtig, ein bisschen Planung hilft manchmal schon sehr viel. Mit dieser Verzettelfalle geht aber auch die potenzielle nächste Falle eigentlich direkt mit einher, die dich vom Erreichen deiner Selbstständigkeitsziele abhalten könnte. Und zwar schreibst du eventuell deine To-Do-Listen einfach falsch oder komplett ineffizient. Wir kennen das alle. Morgens überlegen wir, okay, was haben wir für den Tag geplant? Schreiben so ein paar Sachen runter, wie 3 E-Mails in meinem Postfach beantworten oder eine potenzielle E-Mail schreiben. Vielleicht noch Post von gestern öffnen und bearbeiten und dann noch an Projekt X weiterarbeiten. Und wenn es dann zu diesem Punkt auf der To-Do-Liste kommt, dass wir an Projekt X arbeiten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann häufig so, dass ich dann stundenlang auf Social Media scrolle, irgendwelche anderen Dinge mache, aber wirklich alles mache, außer
produktiv an meinem Projekt zu arbeiten. Ich habe mit der Zeit herausgefunden, woran das liegt und möchte dich wirklich vor dieser Falle bewahren, weil ich gemerkt habe, dass ich meine To-Dos an diesen Stellen einfach viel zu oberflächlich notiert habe. Wenn ich jetzt nämlich auf meiner To-Do-Liste sehe, Projekt X heute angehen, nehmen wir jetzt mal an, weil wir das Beispiel eben schon hatten, Projekt X ist deine neue Website, dann gehen in meinem Gehirn ja unterbewusst 25 offene Tabs auf oder noch geschlossene Tabs auf einmal auf und ich denke, okay, ich müsste irgendwie ein Fotoshoot für die About Me-Seite machen, ich müsste mir irgendwie mal Texte für meine Angebotsseite überlegen. Ich müsste mal überlegen, wie ich eigentlich das Menü gestalten will. Ich müsste eigentlich auch mal gucken, ob mein Branddesign eigentlich überhaupt passt und wie das am Ende auf meiner Website aussehen soll. Und das kann ich ja nicht alles an diesem einen Tag angehen. Das heißt, mein Gehirn ist einfach komplett überfordert, weiß nicht, womit es überhaupt anfangen soll. Und wir kennen das alle, dann macht man am Ende nichts. Also, all das muss halt irgendwann erledigt werden, aber nicht heute. Deswegen mein Tipp, wenn du dich an deine Quartalsplanung setzt, wenn du sagst, hey, in Q4 von 2024 befinden wir uns jetzt gerade drin, wenn ich dieses Video filme, möchte ich auf jeden Fall meine Website fertigstellen, dann brich in diesem Moment ganz konkret runter, was das bedeutet. Welche Unteraufgaben beinhaltet das? Und sei da wirklich so detailliert wie möglich. Schreib nicht nur, ja, ich müsste eine About Me Page erstellen, sondern schreib wirklich, okay, ich müsste überlegen, welche Texte dafür relevant wären. Ich müsste gegebenenfalls gucken, ob ich passende Fotos habe. Ich müsste gegebenenfalls nochmal ein Fotoshooting einplanen. Dafür müsste ich mir gegebenenfalls Technik ausleihen. Was auch immer, werd da wirklich richtig detailliert, weil je detaillierter du da bist, desto einfacher fällt es dir dann, in deinem Arbeitsalltag zu sagen, hey, heute möchte ich noch 3 kleine Unteraufgaben von meinem Projekt X abarbeiten und du kannst dann wirklich sagen, okay, ich muss ein Fotoshooting organisieren. Okay, was bedeutet das? Ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit, um das zu planen. Anstatt einfach zu denken, oh ja, ich müsste ja heute irgendwie an meiner Website arbeiten, weil du nur vorankommst, wenn du dir wirklich diese ganzen kleinen Unterschritte aufschreibst und die nacheinander abhakst, damit das dann irgendwann dieses große ganze Ziel ergibt, was du erreichen möchtest. Eine Falle, in der wir früher oder später alle landen und das ist eigentlich egal, ob man selbstständig ist oder privat irgendwelche Dinge angeht, wir alle sind Meister daran, Ausreden zu finden. Und das ist ein ganz schöner blöder Faktor in der Selbstständigkeit, weil wir natürlich Dinge schaffen wollen und nicht die ganze Zeit nur Ausreden für irgendwas finden. Vielleicht kennst du das selbst, ich nehme jetzt mal als Beispiel. Einerseits denkst du, oh Gott, ich möchte ultra gerne an meiner neuen Website arbeiten und die endlich mal online stellen, aber das geht ja nicht, weil darauf bräuchte ich ja Angebote, aber meine Angebotsstrategie steht noch nicht. Und andersrum denkst du dir aber, ja, ich kann ja meine Angebote sowieso nicht entwickeln, weil ich habe ja noch gar keine Website, wo ich die dann am Ende drauf veröffentlichen kann. Und das ist so ein Teufelskreis und wir sind alle gut da drin, dann einfach zu sagen, ja, das geht ja nicht, können wir ja nicht. Und du kannst jetzt selbst entscheiden, ob du in deiner Selbstständigkeit ständig an diesem Punkt bleibst und sagst, ja, bei anderen geht das vielleicht, aber bei mir geht das nicht, weil XY, Ausreden finden sich für alles. Oder ob du dir als Motto machst, hey, stop making excuses und finde einfach deinen Weg, weil du einfach sagen könntest, okay, ich nehme mir jetzt meine Website, ich habe zwar noch keine Angebotsstruktur, aber ich erstelle einfach schon mal meine Website grundlegend und auf dem Reiter, wo ich dann eigentlich im Menü meine Angebote einbauen möchte, platziere ich erstmal so eine kreative, einfach gestaltete Unterseite mit, hey, hier ist gerade noch Baustelle, meine Angebote befinden sich noch in der Bearbeitung, komm gern bald wieder, vielleicht packst du sogar ein Newsletter rein von wegen, trag dich doch hier ein, dann wirst du informiert, sobald hier was ist, wie auch immer, einfach was Kreatives, was quasi schon mal als Platzhalter dient. Und dann bist du natürlich auch so ein bisschen verpflichtet, weil das ja schon online ist, dieser Platzhalter, dich dann wirklich mit deiner Angebotsstrategie zu beschäftigen. Also, 2 Ausreden damit quasi abgehakt und das ist wirklich ganz wichtig, dass man in der Selbstständigkeit merkt, ich selbst bin für das verantwortlich, was da passiert, was auf meinem Konto passiert, was in meiner Kundschaft passiert, was mit meinem Angebot passiert, was mit meinem Content passiert und nur wenn ich wirklich es schaffe, den Popo hochzukriegen und nicht ständig zu sagen, ja, geht ja nicht, weil, nur dann finden wir auch wirklich am Ende des Tages oder kommen wir am Ende des Tages auch wirklich zu coolen Ergebnissen, auf die wir dann stolz sein können. Zeitmanagement ist, glaube ich, in der Selbstständigkeit wirklich so eine absolute Königsdisziplin. Es geht ja einerseits darum, dass man überhaupt herausfindet, wann man eigentlich arbeitet, wie lange man arbeitet, aber man muss natürlich auch lernen, wie man die Zeit, die man zur Verfügung hat, eigentlich bestmöglich nutzt. Und ich habe da im Laufe der Jahre gemerkt, dass sogenannte Workflows hier wirklich ein Gamechanger sind.
Nehmen wir jetzt mal an, du bist neu in der Selbstständigkeit und hast dir überlegt, okay, ich möchte auf jeden Fall einen eigenen YouTube-Kanal starten. So ging es mir vor ein paar Jahren. Und dann fängst du an, erste Videos zu drehen. Du wirst schnell merken, dass sich bei jedem Video dann irgendwas einschleicht. Sei das beim ersten Video, bist du völlig bereit und merkst auf einmal, ich habe ja völlig vergessen, meine Kameraakkus zu laden. Beim zweiten Video merkst du, oh Gott, die Speicherkarte ist ja voll. Beim dritten Video merkst du, ah, ich habe alles jetzt gefilmt und bearbeitet, aber ich habe total vergessen, Fotos fürs Thumbnail zu machen. Und dann musst du dich, obwohl du eigentlich schon die Jogginghose anhast und alles abgebaut hast, wieder hinsetzen, das alles aufbauen, noch Fotos machen. Oder du arbeitest dann notdürftig mit irgendeinem Screenshot, was dann aber blöd aussieht. Und so passieren so viele Dinge, die man dann eigentlich hätte verhindern können, wenn man sich einfach konkret einen Workflow bzw. einfach so einen Ablaufplan, ich finde Workflow ist einfach so fancy Wort für To-Do-Liste oder Reihenfolge, Ablaufplan, wie auch immer, wenn du dir das wirklich mit der Zeit runterschreibst. Wenn ich jetzt heutzutage ein YouTube-Video erstelle, dann gucke ich nicht auf so einen Ablaufplan, dann gucke ich nicht, okay, Step 1, Step 2, das habe ich völlig verinnerlicht. Ich mache das so viel, ich habe, glaube ich, fast 200 Videos auf diesem Kanal. Ich habe davor schon jahrelang YouTube-Videos mit meinem Reiseblog, den ich damals hatte und so weiter gemacht. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Aber gerade am Anfang kann dir das so viel Zeit ersparen, wenn du wirklich, und auch Fehler und Nerven vor allem, wenn du nicht im letzten Moment merkst, dass irgendwas Wichtiges fehlt. Das heißt, versuch dich da wirklich dran zu orientieren und versuch mit jedem Mal, wo du diesen Workflow dann abarbeitest, noch herauszufinden, ach guck mal, eigentlich würde es viel mehr Sinn machen, wenn ich diese Aufgabe vorher erledige oder die danach oder hier auf jeden Fall noch diese kleine Aufgabe schiebe und versuch so für dich wirklich Workflows zu finden, die funktionieren und die dann nach und nach so ein bisschen zu perfektionieren. Wie du vielleicht siehst, das sind alles Fehler, die man machen kann in der Selbstständigkeit, die man aber genauso schnell auch wieder ausbügeln kann oder auch einfach von Anfang an vermeiden kann, weil du jetzt ja mein Video geschaut hast und weißt, dass es diese Fehler überhaupt gibt. Also, vielleicht noch einmal der Rat, den ich sehr gerne auf diesem YouTube-Kanal geben möchte. Fang einfach mal an, probier dich aus, hab nicht so viel Angst vor diesen Fehlern. Du wirst sowieso Fehler machen. Glaub mir, wenn du dich auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen umgeschaut hast oder schon länger dabei bist, weißt du, dass auch ich sehr viele Fehler in meiner Selbstständigkeit gemacht habe. Aber da lernen wir draus und nur so wachsen wir. Sei auch nicht so streng mit dir, wenn du mal einen Fehler machst. Das passiert, schwamm drüber. Hauptsache ist irgendwie, dass man eine positive Einstellung zu dem Ganzen irgendwann wieder findet, nachdem man vielleicht auch mal ein kurzes Low hatte. Aber versuch einfach wirklich Step by Step das Ganze anzugehen. Also ich hoffe, dass dir dieser Einblick in potenzielle Selbstständigkeitsfallen helfen konnte. An dieser Stelle auch nochmal Danke an den Sponsor vom heutigen Video, Jimdo. Falls du, wie gesagt, überlegst, eine eigene Website zu erstellen und gerade beim Thema rechtssichere Texte auf der sicheren Seite sein möchtest, Link in der Infobox, schau dir das gerne mal an. Ansonsten, wenn dir das Video geholfen hat, wie immer gern Kommentar da lassen, Daumen nach oben geben, meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao!